Lassen Sie uns die Zeit nutzen. Ich möchte Ihnen einen Gast vorstellen, der uns heute in der Sendung begleiten wird. Das ist der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP. Willkommen hier im Studio. Das ist ja eine Situation, die man keinem Minister wünscht. Sie haben es in den 70er Jahren mit anderen erlebt. Sie haben in den schlimmsten Jahren, in den 70er Jahren, die RAF-Zeiten als Innenminister bewältigen müssen. Sie können sich hineinversetzen in das, was da heute passiert. Was haben Sie gestern Abend gedacht, dass das Spiel abgesagt wurde? Ich habe gedacht, die Lage ist schwieriger als damals. Wir haben ja damals bei RAF eine andere Situation gehabt. Ziel waren Vertreter des Staates, der Wirtschaft, der Generalbundesanwalt, aber nicht die Bevölkerung. Nicht wahllos die Bevölkerung. Und wir kannten die meisten Täter. Ja, viele Menschen erinnern sich an die Fahndungsplakate. Also jetzt haben wir einen viel heimtückischen Terrorismus, mit dem der Herr de Maizière umgehen muss. Und was ich gestern gedacht habe, ich sage, ich möchte nicht in seine Haut stecken. Aber er muss das bewältigen. Und das ist eine Gratwanderung. Welche Verantwortung kann er auf sich nehmen, wenn er das Spiel laufen lässt und etwas passiert? Und welcher Kritik ist er möglicherweise ausgesetzt, wenn er das Spiel absagt? Und das muss er selbst entscheiden mit seinen Beratern. Und wir kennen ja nicht die Hintergründe. Ich habe Vertrauen, dass das verantwortungsbewusst entschieden worden ist. Ich würde Sie gerne kurz konfrontieren mit einem Zitat. De Maizière hat gestern gesagt, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Worauf im Internet dann schon, das ist einfach heute so, ein Sturm der Kommentierungen begonnen hat. Und ein User hat dann gesagt, Herr Innenminister, wir verkraften die Wahrheit. Ja. Würde die Bevölkerung die Wahrheit verkraften? Warum nicht? Ich glaube überhaupt, wir müssen jetzt der Situation mit Wahrheit begegnen. Und Wahrheit ist, dass wir bedroht sind. Das ist nicht eine Sache, die erst heute passiert. Wir sind bedroht. Wir haben Charlie Hebdo gesehen, miterlitten. Wir haben andere Anschläge miterlebt, angefangen von dem 11. September. Und die Wahrheit ist, dass wir uns nicht hinreichend schützen können. Und die Bevölkerung soll nicht in Panik versetzt werden, aber sie soll in die Lage versetzt werden, mitzudenken. Die Dimension der Bedrohung zu begreifen. Sie haben gerade selbst gesagt, das macht einen großen Unterschied. In den 70er Jahren waren Politiker bedroht, Repräsentanten des Staates, Bankchefs, aber nicht die Leute, die im Straßencafé saßen. Und an dieser Stelle muss ich mich selber unterbrechen und wir setzen das Gespräch gleich fort, denn die Bundeskanzlerin kommt gerade und wir wollen Ihnen schon mal das Bild zeigen. Sie wird jetzt ihre Rede halten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute noch einmal zurückkommen auf die Absage des Freundschaftsspiels der Nationalmannschaft Deutschlands gegen Holland gestern Abend. Ich war genauso traurig wie Millionen Fans, dass diese Absage erfolgen musste. Aber die Sicherheitsbehörden haben eine verantwortliche Entscheidung getroffen. Das sind schwierige Entscheidungen, vielleicht die schwierigsten Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit. Aber gestern ist sie, und das ist richtig, im Zweifel für die Sicherheit getroffen worden. Ich möchte die Gelegenheit aber vor allem nutzen, mich bei den Bürgerinnen und Bürgern Hannovers und bei den Fans im Stadion und auf dem Weg zu dem Fußballspiel noch einmal herzlich zu bedanken. Zu bedanken dafür, dass sie den Bitten der Polizei so ruhig und so besonnen gefolgt sind. Sie haben damit, obwohl das Fußballspiel nicht stattfinden konnte, auch ein Zeichen gesetzt. Ich möchte mich natürlich auch bei der holländischen Nationalmannschaft und bei unserer deutschen Nationalmannschaft bedanken. Bei der deutschen Nationalmannschaft ganz besonders, dass sie bereit war, dieses Spiel zu spielen, denn sie hatte ja schwere Tage hinter sich. Und ich möchte mich bei den Polizistinnen und Polizisten bedanken, die in diesem großen Einsatz tätig waren, ebenso bei allen Sicherheitsbehörden. Es ist noch einmal deutlich geworden, dass es gut ist, dass wir Sicherheitsbehörden haben. Vor allen Dingen auch deshalb, damit es möglich ist, dass wir auch weiter große Veranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele und andere große Veranstaltungen in Deutschland durchführen können und dass wir uns an diesen Veranstaltungen erfreuen können. Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die für unsere Sicherheit sorgen. Herzlichen Dank.
soweit die Bundeskanzlerin. Fragen waren offensichtlich dort nicht mehr vorgesehen, aber wir können natürlich Fragen weiter erörtern und der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum kann sie beantworten. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Situation diesmal besonders ist, gerade im Vergleich zu der Zeit, die Sie als Innenminister zu bewältigen hatten mit der RAF, weil diesmal eben nicht Politiker und Bankmanager betroffen sind, sondern jeder und jede auf der Straße, im Café, im Kino. Am Weihnachtsmarkt. Das löst also diese große Verunsicherung aus. Wir haben einen Ausnahmefall damals gehabt. Das ist die Kaperung der Lufthansa-Maschine in Landshut. Da war die Bevölkerung unmittelbar bedroht. Aber ansonsten war das Ziel abgesteckt. Und hier ist das Ziel, Angst zu verbreiten, Unsicherheit zu verbreiten. Und das ist schon geschehen mit den Anschlägen auch in beispielsweise Madrid oder in London auf U-Bahn-Züge und auf Verkehrsmittel. Aber jetzt ist, oder auch auf das Flugzeug, das durch eine Bombe zerstört worden ist, jetzt der Ferienflieger aus Sharm el-Sheikh, der Russen. Aber jetzt ist die Dimension weitergezogen worden. Nicht? Also ein Café, ein Restaurant, Menschen auf der Straße, eine Konzerthalle. Und das ist eine neue, beunruhigende Dimension für die Menschen. Wie muss man darauf reagieren? Der Verfassungsschutzpräsident Maaßen sagt nun, ja, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Ja, es kann theoretisch jeden treffen. Aber er sagt dann genauso, deshalb dürfen wir jetzt nicht anfangen, alle Veranstaltungen abzusagen und die Leute dürfen nirgends mehr hingehen. Insofern war natürlich der gestrige Abend schon ein sehr, sehr schwierige Situation. Gerade an dem Abend, der ja schon vorher mit so viel Symbolik aufgeladen wurde, dann abzusagen. Also wahrscheinlich hat, ich kenne die Hintergründe nicht, wir kennen sie nicht, weil die Gründe, die also zur Absage geführt haben. Aber gerade diese Aufladung mit Symbolik ist natürlich irgendwo auch gefährlich, nicht? Dass Menschen sagen, diese Symbolik werden wir nicht zulassen. Ja? Wir werden uns da einmischen. Und ich denke jetzt, also am nächsten Montag ist die Trauerfeier für Helmut Schmidt. Ja? Was passiert denn da, wenn das sind also viele Entscheidungsträger des Landes versammelt? Also man darf gar nicht weiterdenken. Und man muss natürlich auch Erkenntnisse wirklich haben der Sicherheitsbehörden. Also auf irgendwelche Anrufe, die jemand macht, um sich wichtig zu tun, darf man nicht reagieren. Das muss man unterscheiden von den wirklich ernsthaften Informationen. Und dann muss man auch in Kauf nehmen, dass überhaupt nichts an Bedrohung da war. Ja, auch das muss man in Kauf nehmen. Aber wie oft, nicht? Wie lange geht das? Das können wir heute nicht beantworten. Und deshalb war es richtig, dass die Bundeskanzlerin also zur Besonnenheit hier ermahnt hat, kurz und bündig. Ich hätte mir etwas mehr Äußerungen erwartet zur Lage insgesamt, zur Sicherheitslage. Wir haben vorhin ein Zitat des amtierenden Bundesinnenministers gehört, der sagte, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Sie da haben daraufhin plädiert, ja, man muss aber die Antworten geben, man soll zur Wahrheit stehen und ja, die Bevölkerung verkraftet die Wahrheit. Ja. Jetzt aber mal einen Schritt weiter gefragt, was raten Sie denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, wie mutig sollen sie sein, wie viel sollen sie sich zutrauen, wo würden sie sagen, naja, dann machen sie mal lieber halblang. Ja gut, wir sollten uns nicht einschüchtern lassen in unserem täglichen Leben. Nicht? Wir werden damit nicht fertig, wenn wir also sagen, wir gehen nicht mehr auf die Straße oder wir gehen nicht mehr ins Kino. Das wäre keine gute Reaktion. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Sicherheitsbehörden uns die Gefahrenquellen offenlegen und uns auch sagen, was wir möglicherweise tun können, aber wir können nicht viel tun. Das ist ja der traurige Befund, nicht wahr? Wir sind einer Bedrohung ausgesetzt. Ich würde dem Innenminister sofort zustimmen, wenn er sagt, ich werde euch nicht sagen, welche Quellen wir haben, ja, oder was wir über die Terroristen wissen. Das würde ich niemals sagen, denn das würde die Fahndung erschweren. Aber ich würde schon sagen, hier seht der Wahrheit ins Auge. Es kann passieren und hier hat es Anzeichen gegeben für eine Bombe im Stadion beispielsweise.